fehlen noch 10 Minuten Programm für unsere Knie. Für das brauchen wir heute einen Stepper oder Sie können auch den untersten Teil von einer Stege brauchen, also eine Stufe. Wir starten zuerst mit einem Bein oben und ganz einfach, wir steigen einfach die Stufe auf, bleiben dann einen kurzen Moment auf einem Bein stehen, versuchen Sie gleichzeitig das andere Knie aufzuziehen Richtung Nase. Sie merken auch gerade, es braucht gerade ein bisschen das Gleichgewicht dazu, ein bisschen Koordination. Schauen Sie auch zwischendurch immer mal wieder ab auf Ihr Knie, sodass das Knie immer schön in der gleichen Richtung nach vorne schaut wie Ihr Fuß. Und auch nicht verzweifeln, wenn Sie aus dem Gleichgewicht würden rausfallen. Da tun Sie einfach gerade wieder mit einsteigen. Wir gehen noch für 5, 4, 3, 2, und 1. Dann wechseln wir das Bein. Wechseln. Gehen auf die andere Seite rauf. Und vielleicht haben Sie es schon gemerkt, ich mache mit meinen Armen immer eine Gegenbewegung zu meiner Beinbewegung. Und das hilft mir auch mit dem Gleichgewicht. Ich mache auch wieder schnell einen Kontrollblick. Jawohl, wenn meine Kniescheibe ein Licht hätte vorne, dann würde das Licht schön gerade nach vorne zeigen. Wir merken auch, der Kreislauf wird ein bisschen angekurbelt. Wir kommen ein bisschen ins Schnaufen durch den Oberschenkelmuskel. Der fängt an zu arbeiten. Wir gehen noch für 5, noch für 4, für 3, für 2 und für 1. Gut, jetzt tun wir abwechslungsweise eigentlich aufhüpfen und dann nachher dann gerade versetzt landen. Machen das schön hin und her. Haben Sie ein bisschen Spass dabei. Und Sie können natürlich die Höhe von Ihrer Stufen oder von Ihrer Stege selber wählen. Sie können das auch auf einem Buch machen zum Beispiel. Und wenn Sie zu Hause ein Schämmeli oder so ein Treppchen haben, können Sie auch das nehmen. Es sollte einfach ein bisschen etwas stabil sein. Wir gehen auf 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Gut, prima. Jetzt nehmen wir wieder das rechte Bein. Wir steigen rauf. Und jetzt machen wir einbeinige Kniebeugen. Wir stützen ein mit unseren Händen am Becken. Wir lehnen uns noch für ein Viertel hinten. Der linke Zehenspitz berührt den Boden. Und dann kommen wir gerade wieder rauf. Schön hinten raus. Und stellen Sie sich vor, als hätten Sie unter dem linken Zehen ein Marienkäferli, das Sie gerne in die Knie zwingen möchten. Sie möchten das Marienkäferli nicht zerquetschen, sondern möchten nicht das machen, sondern versuchen Sie wirklich das ganze Gewicht auf dem rechten Bein zu behalten. Und Sie werden merken, es ist nicht nur der Oberschenkelmuskel, der müde wird mit der Zeit, sondern es sind auch die seitlichen Gesäßmuskeln. Und wenn Sie nämlich Lust haben, dann können Sie nachher gerade noch unser 10 Minuten Hüftprogramm anhängen und dann können Sie an dieser Muskulatur gerade auch noch weiter arbeiten. Wir gehen noch für 5, noch für 4 und es fährt langsam richtig ein. Das Gleichgewicht ist natürlich auch wieder eine schöne Kombination, die wir hier haben mit dieser Übung. Und noch eine. Gut, Seitenwechsel. Andere Fuß gut platzieren, als würden wir hinten absitzen. Das würde ich hinten rausstrecken, oben Körper geht nach vorne. Und wir tun wieder unser Marienkäferli das mal unter unseren rechten Zehen in die Knie zwingen. Bei dieser Übung kann sich der Puls jetzt auch langsam wieder ein bisschen beruhigen. Von dieser schnellen Übung, die wir vorher gemacht haben. Und dann tun wir nachher, sind wir nämlich gerade wieder parat für die nächste Übung, wo wir den Puls gerade wieder noch einmal ein bisschen in die Höhe wollen bringen. Wir gehen noch für 3, noch für 2 und noch für 1 und Pause machen. Gut, das mal springen wir rauf
und gehen gerade wieder hinten runter. Das sieht dann so aus. Und wir gehen immer mit dem gleichen Bein voran. Also, es ist rechts, links, rechts, links. Aber rechts, links, rechts, links. Jetzt wechseln wir. Jetzt haben wir das linke rauf. Links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts. Gut, und jetzt kommt noch ein bisschen Koordination dazu. Jetzt müssen wir jedes Mal wechseln. Das heisst, wir gehen rauf, rechts, links, rechts, links, runter, Zwischenschritt. Links, rechts, Zwischenschritt. Also wir machen immer ein kleines Schritt hier unten. Hoppla! Genau. Immer gut konzentrieren. Welches Bein nehme ich zuerst? Zwischenschritt nicht vergessen. Und Sie merken, der Puls geht wieder ein bisschen rauf. Wir kommen wieder ein bisschen schnaufen. Machen noch 4, 3, 2 und 1. Gut. Pause machen. Bein ein bisschen ausschütteln. Wunderbar. Jetzt brauchen wir natürlich auch für unsere Knie die hintere Oberschenkelmuskulatur und die Wadli dafür. Für die Wadli stellen wir uns jetzt einfach auf die Stufen auf mit dem vorderen Teil vom Fuß. Wir sinken uns hinten absinken mit unseren Fersen. Vielleicht müssen wir uns auch ein bisschen heben für die Balance und kommen dann auf mit einem Ausschnaufen. Auch hier haben wir ja ein schönes separates Video gemacht für 10 Minuten Fußgymnastik. Und dort haben wir ja dann auch all die noch ein bisschen detaillierteren Füßübungen dabei. Bei der Wadenmuskulatur ist es aber so, dass die über die Kniekehle hinten raufgeht, bis an den Oberschenkelknochen. So die Wadenmuskulatur spielt auch eine ganz wichtige Rolle in unserer Knie-Mobilität, aber auch Stabilität. Darum nehmen wir die dazu. Gehen noch für 10, 9, 8. Bauch immer ein bisschen einziehen. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Und es fängt ein bisschen an zu brennen, letzte Runde. Gut, wunderbar. Jetzt fehlt uns eigentlich vor allem noch der hintere Oberschenkelmuskel. Für das machen wir den Flamingo. Wir stellen uns hinter unsere Stegenstufe. Versuchen mit unseren Fingerspitzen die Stegenstufe, wenn möglich, zu berühren. Und zwar stellen wir uns auf ein Bein. Wir beugen das Knie ganz fein. Das andere Bein nehmen wir in die Luft. Vielleicht brauchen Sie auch ein bisschen Unterstützung mit ein bisschen Heben. Und jetzt lehnen wir uns nach vorne. Gleichzeitig tun wir das hintere Bein hinten aufstrecken. Berühren mit unseren Fingerspitzen die Stegenstufe. Und dann kommen wir wieder gerade in die Ausgangsposition. Mein Stammbein verändert sich nicht. Das heisst, ich habe immer ganz fein ein bisschen die Kniebeugung drin. Und mein Becken schaut eigentlich immer schön geradeaus und nachher Richtung Boden. Ich möchte mich nicht ausdrehen. Wir sind keine Hunde, die hier an den Hydrant herpinkeln. So bleiben sie schön gerade mit ihrem Becken. Vielleicht können sie auch mal probieren. Was passiert, wenn ich mal beide Hände nehme? Kann ich meine Balance behalten? Und wenn Sie das ein paar Mal gemacht haben, werden Sie merken, wie der hintere Oberschenkel und auch wieder die seitlichen Gesäßmuskeln anfangen müde werden. Unser Licht, das wir immer noch auf unserer Kniescheibe platziert haben, das zündet immer noch gerade nach vorne. Wir machen noch eine letzte Runde. Gut, wunderbar. Ein Spurt. Wir wechseln, nehmen das andere Bein, beugen das Standbein wieder leicht ein bisschen beugen. Das Becken schaut gerade nach vorne, das Knie schaut gerade nach vorne. Mit oder ohne Heben. Lehnen wir den Oberkörper nach vorne. Das Bein geht gleichzeitig wie eine Waage hinten rauf. Wir haben Gewicht nach vorne, das runtergeht, und Gewicht nach hinten, das raufgeht. Der Rücken ist eigentlich immer gerade. Das heisst, vom Scheitel bis zum Steißbein habe ich eine schöne lange Linie, als hätte ich einen Besenstiel verschluckt.
und die Wirbelsäule die verändert sich nicht in ihrer Position. Ich mache also keinen runden Rücken, ich mache kein hohes Kreuz, sondern ich bleibe eigentlich ganz gerade. Gut, jetzt sind wir wirklich im Endspurt. Wir machen noch 4. Der Fuß wird vielleicht auch schon ein bisschen müde. Wir machen noch 3. Wir machen noch 2. Und noch die letzte Runde. Gut, wunderbar. Als Ergänzung zu dem 10-minütigen Knievideo können Sie natürlich auch unser Ski-Workout schauen. Dort haben Sie noch andere tolle Knieübungen, die für Kraft und Stabilität der Knie essentiell und toll sind. Viel Spass beim Üben!